Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen bei The Forest. Ein absolutes Suchtspiel mittlerweile. So, Stöcker sammeln, Pfeile machen. Ich muss mir echt das schon einteilen, weil ich habe schon ein paar Videos vorproduziert. Und versuche halt nicht zu weit... ja, so weit wegzukommen von dem, was ich halt veröffentliche. Damit ich vielleicht in den Videos auch auf eure Anfragen oder Kommentare reagieren kann. Und darum muss ich mich echt zügeln, The Forest gerade nicht weiter zu spielen. Ich weiß nicht, was es ist, ne? Aber irgendwie habe ich echt immens Bock, das zu spielen. Und irgendwie klappt das bei mir noch nicht mit dem Stream. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Ob mein alter oder ob mein Intel 4 Prozessor da irgendwie scheiße ist oder ob es an meiner Internetleitung liegt. Ich hätte echt gern so Bock, ey, am besten nochmal von vorne anzufangen oder einfach ja, einen Stream zu machen und dann echt mal so ein paar Stunden echt hintereinander weg das Spiel zu suchten. Hätte ich echt Bock drauf. So, ich weiß schon gar nicht, was wir machen wollten. Bett bauen, glaube ich, ne? Das heißt Stöcker sammeln und wir haben zu wenig Stoff. Ich habe gesagt, wir müssen in ein Lager hingehen. Was kann ich mit den Zähnen überhaupt machen? Kombinieren. Schaden und Geschwindigkeit der Waffe. Okay. Verstehe nicht. Was das für ein Baumstamm sein soll. Ja, das ist alles so ein bisschen wenig gerade, ne? Heidelbeeren. Ah ja, ich wollte doch schon seit Ewigkeiten dort oben. Also ich werde jetzt nicht losgehen, die Sonne geht schon wieder unter. Aber was wir mal machen können, ist mal ein Beet bauen. Ein Garten. Hier so ein kleines Gärtchen hier oben. Mal ein bisschen überstehen, dann sieht man das nicht so richtig. Wie viel Meter können wir das denn reinbauen? So ein bisschen dran vorbeigehen wollen wir noch. Ja, es ist mal ein kleines. Es reicht ja erstmal. Vier Stück. Hier mal Holz, das kriegen wir dahin. Nehmen wir mal gleich hier. Ihr seid ganz schön mutig, ne? Ah, ich würde auch gehen, wenn ich du wäre. Ah, Stock kann man immer gebrauchen. Ah ja, 12 Steine braucht man oben. Bloß mit dem Mittelstück da. Ich will da irgendwie noch anders hochkommen. Seilrutsche ist eine nette Idee, aber... Und außerdem funktioniert die nicht. Vielleicht muss ich einfach eh gedrückt halten. Ich feiere jedes Mal runter. Vielleicht stelle ich mich da auch einfach zu dusselig an. Will ich nicht abstreiten. So. Ah ja, und dann sollte man demnächst echt mal Fallen bauen. Oben würde ich am liebsten noch eine Mauer vor dem Eingang bauen. Und um die Mauer rum nochmal ein, zwei Fallen oder Picken. Spitzen. So, aber das ist ja hier schnell gemacht. Der Wind wird ja auch immer heftiger hier. So. Und da klemmt gut dazwischen. Warte mal ganz kurz. Ach, ich lasse das schon weg. Oh, noch Hasenfleisch, ne? Oder Kaninchenfell. Hab ich gepennt. So. Und da gehen wir nochmal gleich Stöcker sammeln. Geradezu, wo ich gerade hingucke. Tada, was können wir hier denn...
weiß nicht, was das ist. Na gut, hauen wir es rein. Und mein Lieblingsspeer. Na, er rennt weiter. Zwei direkt übereinander gewesen. Ne? Wie viele Kaninchen da sind? Na gut, zwei reichen ja erstmal. Stöcke haben wir auch gleich hier. So. War die Jagd doch schon mal erfolgreich. Stock gesammelt. Vielleicht kann ich hier nochmal irgendwie hochbauen. Das wäre auch toll. Ah, ich glaube, da hinten kam man nicht rum. Das könnte man echt nur machen, hier so einen Fahrstuhl hinbauen oder so. Ah, Steine und Stöcke sind wir voll. Ich mach schon mal Licht an für euch. Weil das ist irgendwie komisch. Das Problem habe ich nicht nur alleine. Das haben irgendwie alle. Dass die Spiele, die wir also quasi spielen, also gerade hier bei The Forest, ist mir das aufgefallen. Wenn es da dunkel ist, wird er echt richtig dunkel im Spiel. Und irgendwie ist es bei YouTube, wenn man es hochgeladen hat, ist das Spiel noch dunkler. Quasi. Und darum laufe ich dann halt wie so ein Trottel hier mit einem Feuerzeug rum. Bei DayZ habe ich immer gelernt, Licht ist immer tödlich. Aber Gott sei Dank spielen wir nicht gegen Menschen. Habe ich die Abzweigung verpasst? Nicht richtig? Ja. Spielen wir nicht gegen Menschen, darum schießen die ja nicht auf uns. Weil sobald man in DayZ irgendwie eine Taschenlampe angemacht hat, wurde man sofort gesehen auf 2 Kilometer Entfernung so quasi und ja, irgendwer hat immer ein Scharfschützengewehr gehabt und dann bist du tot. Aber hier kann man es ja machen. Hier geht das ja. Mal ein bisschen Laub nebenbei kaputt machen. Brauchen wir alles. Stimmt, da hinten auf der anderen Seite, auf der anderen Flussseite unten, da haben wir ja zweimal so Patrouillen gesehen, oder habe ich zumindest gesehen. Darum wollte ich da ja... Warte. Mal fertig. Wo ist der Stock? Gib her. Tada! Schlafen gehen können wir noch nicht. Ups. Ah, hier muss ich aufpassen. Also es hat, glaube ich, nur hier so einen Deko-Sinn, was ich hier mache. Genug Kaninchen, braucht keins. Ich weiß nicht, was man noch aus dem Pelz basteln kann. Spinne! Zum Stein sage ich nicht nein. So. Schnell zurück. Nochmal 5 Stück. Ich weiß, ich brauche nur 2, aber
Hab ich doch richtig gesehen. Mann, oh Mann, du Waran. Das war's schon. Mehr können wir nicht mehr tragen. So. Dann habe ich mir gedacht, hier vorne, wie gesagt, diese Spitzen. Drumherum bauen wir dann noch so Piken und Fallen. Dann haben wir hier nur so eine geringe Angriffsfläche. Weil von den Seiten können sie ja nicht. Fallen sie ja runter. Können wir nur von hier angegriffen werden. Und wenn sie da angreifen, kann man immer schön mit dem Bogen draufzimmern. So meine Idee. Haben wahrscheinlich andere auch schon gemacht. Aber ich habe jetzt nur, oh, ein bisschen schief, ein, zwei Let's Plays zu dem Spiel gesehen, weil ich mich eigentlich nicht zu weit spoilern wollte. Schlafen wir eine Runde. Und ich werde mir auch keine weiteren Let's Plays angucken. Weil spoilere ich mich ja selber. Das ist irgendwie nicht so schön. Nimmt man sich irgendwie die ganze Lust am Spiel weg. Das ist genau wie bei Kinofilmen. Mittlerweile mache ich es auch so, dass ich mir zu einem Kinofilm nur einen Trailer angucke, den am besten gleich wieder vergesse. Kann ja nichts trinken, verdammt. Weil meistens ist es bei den Trailern ja genauso, dass ja, die das Beste schon aus dem Film zeigen. Meistens schon den Bösewicht. Und das kotzt mich ja dermaßen an. Will man sich einen Thriller angucken, guckt man sich dazu den Trailer an. Im Film wird dann generell ein bisschen verheimlicht, wer dann der Täter ist oder der Böse ist. Und im Trailer siehst du es einfach. Denke ich mir, wer macht denn so einen Scheiß? Also, will mich doch überraschen lassen. Naja, und deswegen gucke ich halt, ja, sehr wenig Trailer zu irgendwelchen Filmen. Und auch zu Spielen. Also, ich weiß ganz genau, es gibt Spiele, die kommen raus. Ich weiß zum Beispiel Fallout 76 oder was es ist. Es ist ein Multiplayer-Spiel. Eigentlich bin ich so ein Multiplayer-Mensch. Aber es ist Fallout, ich werde es mir definitiv kaufen, das weiß ich jetzt schon. Egal wie das Spiel wird. Und hier, Forest ging dafür an mir vorbei. Komplett leider die Jahre. Aber ist nicht schlimm, jetzt habe ich es für mich entdeckt. Und jetzt werde ich spielen. Was noch auf meiner Liste ist, auch wenn es schon ja, älter ist, ist auf jeden Fall noch für mich. Ach, jetzt hält es mir wieder nicht ein. Bom, bom, bom. Prey. Also Prey ist ja, glaube ich, auch schon wieder ein Jahr alt. Ich komme da nicht hinterher. Und das muss ich auch noch spielen. Ich habe Teil 1 damals gespielt, da kannte es die Welt quasi noch gar nicht. Und ich fand Teil 1 schon sehr cool. Damals für. Ja, war jetzt nicht so der überragendste Shooter, aber hatte super Ideen. Und ich bin mal gespannt, wie das im neuen Teil wird. Wo sind denn die Spitzen hier? Die hier meine ich. Die würde ich am liebsten. Also hier. Also hier. Na gut, ein bisschen schief. Zack. Hey. Okay. Warum macht denn die letzte Linie nicht? Mal bis hierhin. So, dann mache ich die Linie noch. Sehr zufrieden. Irgendwie regt er mich gerade auf. So, lassen wir das erstmal so. Wie viel Holz braucht er dafür? Immer 5, immer 5, immer 5. Gut, aber bevor wir das erstmal weiterbauen. Ein Fleisch haben wir noch. Ja, wir brauchen unbedingt die Tücher. Wir haben nur noch 8 Stück.
Ich weiß noch, hier auf der anderen Seite war ein Lager. Und ich habe hier mal erzählt, dass hier auch mal ein Flugzeug war. Also die Spawnpunkte, ja. Ja, Katze. Was ist? Die Katze ist wach geworden und alarmiert gerade ein bisschen Aufmerksamkeit. Ja. Katze, du irritierst mich. Komm einfach her. So. So, jetzt streichle ich dich nebenbei ein bisschen. Genau. Und schon ist so ruhig. So, Pflanzen. Oh ja, wenn man Beeren finden würde, das wäre toll. Ah, ich muss das Mikrofon noch ein bisschen ändern. Entschuldigung, wenn es geknackt hat. Stimmt, hier ist eine Höhle. Da kam ich schon mal raus. Guck mal, so einen Pilz wegschnabulieren. Können wir den nicht mal mitnehmen? Noch eine Pflanze. Was ist das da hinten? Das ist ja. Was ist das denn? Das ist das Ding von dem Foto. Scheiße. Alter, wir müssen sowas von Fallen bauen. Ich hoffe, es geht weiter. Oh, blaue Beeren. Können wir die nicht einfach mitnehmen? Warte mal, mal daraus basteln. Beutel, hervorragend. Ausrüsten. Es. Blaue Beeren. Und Stöcker. Ist das viel weg? Noch mehr Beeren. Die passen wunderbar in unser Garten. So, dann mal Hackebeil. Keine Tücher. Da haben wir eins. Benzin? Seile, oder? Genau. Nehmen wir auch mit. Ich will mich doch gerade ein bisschen bammeln, dass das Vieh zurückkommt. Ein Bein, was können wir mit dem Bein machen? Ich brauche Tücher. Oder Stoff heißt es ja, Entschuldigung. Ich hau jetzt ab. Das ist mir doch ein wenig zu kriminell.
14 hat sich überhaupt nicht gelohnt. Scheiße. Ja, wie soll man gegen solche Viecher kämpfen? Das ist, verstehe ich noch nicht. Und wie komme ich an Tücher, verdammt? Ich möchte jetzt am liebsten wieder zurück und mich verbarrikadieren. Bin ich ganz ehrlich. Sind wir jetzt hier? Okay. Na, wir hätten oben bleiben können. Ach nee, wir können die Bären hier unten einpflanzen. Das können wir nochmal machen. Scheiße, ey. Mehr haben wir nicht. Dann können wir die nur essen, okay. Ja, wie kann man denn noch Stoff machen? Nur für Tarnung gut, das Laub. Gesundheitsmischung, cool. Ah, die linke Pflanze haben wir angebaut. Ne, die Beine hängen wir mal nicht auf. So. Fallen, definitiv Fallen. Fangen wir hier unten an und bauen wir welche. Und zwar, was ist denn hier so einfach? Drei Stöcker. Schlingfalle wäre gar nicht verkehrt, weil dann können wir nämlich die Typen wieder abziehen und benutzen. Und die Falle ist bestimmt ganz gut. Bäumchen kriegst du. Pfeile brauchen wir auch. Aber erstmal hier ein, zwei Fallen, damit wir, falls die Gruppe angreift, dass wir die da irgendwie so reinlocken können. Wie kämpft man gegen so ein Spindvieh? Ich habe ja schon ein Problem mit normalen Kannibalen. Wie soll ich denn so solche großen Viecher töten? Und ich weiß, es gibt noch andere. Den hatte ich bisher noch nicht gesehen. Der ist quasi neu. Ich hatte so ein Riesenbaby, so ein fettes Vieh, was einfach stumpf wie so ein Rhino quasi nur geradeaus laufen kann und alles kaputt macht. Waren nur vier Bäumchen? Das habe ich gesehen und eins mit diesen komischen Beinen oder Armen auf dem Kopf. Aber wie soll ich gegen solche Viecher kämpfen? Das weiß ich noch nicht. Und ich glaube, wir haben eindeutig zu wenig Tücher. Wir können, glaube ich, noch aus Tücher und Pfeile
und Alkohol bestimmt brennbare Tücher oder Pfeile machen. Oh, Katze! Danke. Aber wie? Also diese Viecher werden das wahrscheinlich nicht jucken. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe die Vermutung, dass wir ja eh. Ah. Wir sind da bestimmt in den 80er Jahren oder so. Darum diese Kassettendesk-Disk. Oh nein. Okay, man kann seine eigene Falle auslösen. Wissen wir das jetzt auch? Und dann, was können wir noch bauen? Ja, die scheint noch recht einfach zu sein. Ich glaube auch, das ist, da musst du die Äste so auslösen und dann zack. Ruhe hier. Ja, die Falle habe ich auch schon mal gebaut und selbst ausgelöst. Weil ich glaube, wenn die Stöcker fallen, dann fällt das Baumstämmchlein nach unten und du bist platt. Und ich dachte anfangs, die Falle wäre andersrum, also, naja. Aber ich glaube, so ist sie richtig. So, den nehmen wir hier auch mal weg. Legen wir mal hier in der Senke. So, jetzt trinke ich erstmal einen Schluck Kaffee. Wir müssen oben noch ganz viel Holz hacken. Ganz, ganz viel. 33 und dann haben wir noch nicht den Schutzzaun beendet. Die Sonne geht schon wieder unter. Also ein paar Minuten. Ja, gut. Ich würde sagen, 14, 15 Uhr haben wir es. Schätzungsweise. So, machen wir erstmal hier die Sachen, die gleich hier in der Nähe sind. Dann fällt mir auch, glaube ich, gleich auf, dass wenn hier Bäume direkt an der Mauer sind, diese Wichsviecher, Entschuldigung, wenn ich jetzt so ausfallend bin, aber die können ja quasi, die können ja quasi auf die Bäume klettern. Dann sind ja Bäume direkt hier an der Ecke witzlos, weil dann können sie auf den Baum klettern und dann da drüber springen. Also müssen wir gleich dafür sorgen, dass der Baum hier nie wieder wächst. Aber erstmal sorgen wir dafür, dass die nicht runterfallen. Was, so eine Echse? Und mit dir dasselbe. Na komm schon.
aber das. Geht doch. So. Scheiße. Mit dem Baum bin ich mir auch noch unschlüssig, ob wir das vielleicht mit den anderen machen. Weil der auch eigentlich recht nah an unserer Mauer dann ist. Boah, hier ein Geschwader Vögel, die hier rumflattern. Ich glaube, wir können ein Vogelhäuschen bauen. Was ist dazwischen? Ein Vogelhäuschen wäre vielleicht... Soll ich dir helfen? Warst da so eingeklemmt, also... Muss der Hasi helfen, es tut mir leid. Den Stein. Kann man nicht nehmen? Gut. Hat sich da was doppelt gebaut, oder was? Weil da ist so eine Spitze in Spitze. Oder so komisch überlappt. Naja. Ich weiß gar nicht, ob das Tor so richtig rum ist. Ah, hier ist auch der ist ja auch innen, dass wir von innen verschließen können. Das muss wahrscheinlich so richtig sein. Das wird schon passen. Immer noch 27 Bäumchen. Das ist kein Träumchen. Da müssen wir noch die Mauer, die eine andere Seite noch langziehen. Das sind dann wahrscheinlich auch nochmal, oh, keine Ahnung, 15, 20 Bäumchen auch nochmal. Ich glaube, ich werde da mal wieder so einen Holzhackertag machen. Das heißt, ihr seid dann halt, wenn jetzt heute war, glaube ich, Tag 11. Tag 12 mache ich einen Holzhackertag. Und dann denke ich mal, sehen wir uns dann wieder, ja, Tag 13. Bisher muss ich ja sagen, haben wir ja eigentlich immer Glück gehabt, ne? Also, wir haben noch nicht unsere Basis gefunden. Ich weiß nicht, ob ich mich hier irgendwie klug anstelle oder doof, aber ich bin der Meinung, es ist nicht schlecht. Weil ich hatte die mal ein, zwei Mal, die ich vorher mal angefangen habe, hatten die mich nach wenigen Tagen schon irgendwie gefunden. Und, ach, da sind auch noch Bäumchen drauf. Und Feder, ach, da war sie weg. Ja, aber hier geht's irgendwie. Gut, es wird dunkel. Dann sage ich, ja, verabschiede ich mich erstmal von euch. Wie gesagt, Tag 13 oder so, nach dem Holzfällertag, werden wir uns wiedersehen. Dann ist hoffentlich hier die Mauer zu. Können wir uns quasi noch weiter auf Fallen konzentrieren. Und dann können wir auch mal langsam nach unseren Sohn suchen. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.